Moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. In diesem Video soll es um die seit 2019 vermisste Rebecca Reusch gehen. Rebecca ist im Februar 2019 spurlos verschwunden, nachdem sie eine Nacht im Haus ihrer Schwester und deren Ehemann verbracht hat. Bis heute konnte nicht geklärt werden, was mit ihr passiert ist. Ich werde dieses Video so strukturieren, dass ihr von Kapitel zu Kapitel springen könnt, und zuerst möchte ich euch erzählen, wer Rebecca Reusch ist. Rebecca ist zu dem Zeitpunkt ihres Verschwindens 15 Jahre alt und wahrscheinlich ein ganz normaler Teenager. Sie hat ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Familie, auch besonders zu ihren beiden älteren Schwestern. Zu ihrer Schwester Vivian hat Rebecca sogar so ein enges Verhältnis, dass die Mutter immer sagt, die beiden seien wie Zwillinge, nur dass die Schwester 8 Jahre eher gekommen sei. Doch auch zu ihrer ältesten Schwester Jessica hat Rebecca ein sehr enges Verhältnis. Und dass Rebecca bei ihrer Schwester übernachtet hat, war also gar nichts Ungewöhnliches. Sie hatten öfter mal solche Schwesternwochenenden veranstaltet. Jessica lebt zusammen mit ihrem Ehemann, also Rebeccas Schwager und deren gemeinsamen Kleinkind, in einem Haus in Berlin. Und dieses Haus ist gar nicht so weit von Rebeccas eigentlichem Wohnort bei ihren Eltern entfernt. Rebecca wurde eine Zeit lang in der Schule gemobbt. Mittlerweile hat sie allerdings ein paar Freunde gefunden, mit denen sie sich vielleicht auch mal streitet oder die sich vielleicht auch mal anzicken. Aber im Großen und Ganzen verstehen sie sich sehr gut. Rebecca ist sehr viel auf Social Media unterwegs. Besonders häufig nutzt sie die App Snapchat, wo sie täglich Fotos mit ihren Freunden austauscht. Alle, die mit Rebecca zu tun haben, sagen, dass sie ständig am Handy und immer erreichbar ist. Rebecca wird von ihrer Familie als lustig und lebensfroh beschrieben. Ihre Freunde sagen, das treffe zwar zu, aber es gäbe auch eine andere Seite. Rebecca war sehr verletzlich, sehr schnell beleidigt, hat sehr darauf geachtet, was andere von ihr denken. Vielleicht war das ein Resultat des jahrelangen Mobbings. Außerdem gibt es Nachrichten von ihr, in denen sie beschreibt, dass sie gar keinen Sinn für sich im Leben sieht, dass alle irgendwas haben, worauf sie hinarbeiten oder wofür sie leben, und bei ihr ist das irgendwie gar nicht so. Sie habe allerdings nie Suizidabsichten oder die Absicht wegzulaufen geäußert. Die Polizei geht auch nicht davon aus, dass eines dieser beiden Ereignisse eingetreten ist. Doch was ist dann mit Rebecca passiert? Was wissen wir über den Abend vor ihrem Verschwinden? Rebeccas Schwester Jessica sagt aus, dass die beiden einen ganz normalen Abend miteinander verbracht haben. Sie haben zusammen Fotos gemacht, sie haben Sims gespielt, sie haben mit dem Kleinkind gespielt und irgendwann am späten Abend sind sie dann ins Bett. Rebecca schläft auf der Couch im Wohnzimmer ihrer Schwester, wenn sie bei ihr schläft. Jessicas Mann, also Rebeccas Schwager, war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Rebeccas Schwager, der übrigens Florian heißt, war noch mit Arbeitskollegen feiern und kam dann angetrunken irgendwann um 5.45 Uhr circa nach Hause. Zu diesem Zeitpunkt haben alle im Haus noch geschlafen. Florian gibt später bei der Polizei an, direkt schlafen gegangen zu sein, als er nach Hause kam. Die Auswertung seines Handys hat allerdings ergeben, dass er nicht geschlafen hat, sondern dass er mit seinem Handy auf diversen Erwachsenenseiten unterwegs war. Ihr wisst, was ich meine. Und Rebeccas Schwester Jessica hat dann um ca. 7 Uhr zusammen mit dem Kleinkind das Haus verlassen. Sie gibt an, nicht nochmal extra nach Rebecca geschaut zu haben, als sie los ist. Sie kann also demnach auch nicht sagen, ob Rebecca noch da war oder nicht. Um 7.15 Uhr versuchte Rebeccas Mutter, sie dann das erste Mal anzurufen, da die Mutter davon ausging, dass Rebecca zur ersten Stunde in die Schule musste und Angst hatte, dass Rebecca verschlafen könnte. Rebecca ist aber nicht ans Handy gegangen. Um 7.46 Uhr hat sich dann Rebeccas Handy das letzte Mal in das WLAN ihrer Schwester eingewählt. Irgendwann zwischen dem ersten Anruf ihrer Mutter um 7.15 Uhr und dem letzten Einwählen ihres Handys in das WLAN ihrer Schwester um 7.46 Uhr ist ein Bild von Rebecca auf Snapchat verschickt worden. Dieses Bild hat eine Freundin von Rebecca empfangen und sie hatte auf dem Bild ihre Jacke an und sie stand im Flur ihrer Schwester. Die Freundin versuchte dann auch, Rebecca ein Foto zurückzuschicken, wie sie das jeden Morgen machten, doch dieses Bild konnte schon nicht mehr zugestellt werden. Kurz darauf war Rebeccas Handy ausgeschaltet. Circa eine Stunde später versucht Rebeccas Mutter, sie nochmal anzurufen, doch auch hier geht wieder nur die Mailbox ran.
Rebeccas Mutter ruft dann Florian an, weil sie weiß, dass Florian um diese Uhrzeit zu Hause ist. Und dieser drückt sie zunächst weg. Er ruft sie dann aber kurz darauf zurück und die Mutter fragt ihn, ob er dann nicht mal nach Rebecca schauen könne. Und er gibt dann vor, mit dem Telefon ins Wohnzimmer zu gehen und sagt, dass Rebecca wohl nicht mehr im Haus sei. Und so geht Rebeccas Mutter zunächst davon aus, dass Rebecca schon auf dem Weg zur Schule ist. Als Rebecca am späten Nachmittag immer noch nicht nach Hause kommt, obwohl sie schon längst Schulschluss hat und auch auf ihrem Handy weiterhin nicht erreichbar ist, fängt die Familie an, sich doch ernsthafte Sorgen zu machen. Rebeccas Cousine, mit der sie ebenfalls ein sehr enges Verhältnis hat, gibt an, direkt ein schlechtes Gefühl zu haben und kontaktiert Schulfreundin von Rebecca. Die haben Rebecca an diesem Tag auch nicht in der Schule gesehen, aber das wäre ihren Aussagen nach nicht so ungewöhnlich, denn sie hätten heute sowieso keinen gemeinsamen Unterricht gehabt. Vielleicht sei Rebecca noch nach der Schule was essen gegangen und vielleicht sei einfach ihr Handy-Akku leer. Nur kurze Zeit später meldet die Familie Rebecca dann bei der Polizei als vermisst. Auch am nächsten Tag hört die Familie nichts von Rebecca und so drucken sie Flugblätter aus und machen Aufrufe auf Social Media, um ihre Tochter und Schwester zu finden. 3 Tage später geht die Polizei dann mit der Suche an die Öffentlichkeit. Sie benutzen dabei ein Bild von Rebecca, das damals kontrovers diskutiert wurde. Selbst wenn ihr mit diesem Fall nicht so vertraut seid, das Bild werdet ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen haben. Die Familie wurde damals sehr stark für die Auswahl des Bildes kritisiert. Es ist ein Bild von Rebecca, das einen ziemlich starken Beauty-Filter aufgelegt hat. Die Haut ist extrem weich gezeichnet, Augen und Lippen etwas größer, eben dieser typische Beauty-Filter, den viele auf Instagram und so weiter benutzen. In einem Interview gibt die Mutter dann später an, dass sie dieses Foto gar nicht selber ausgesucht haben, sondern dass die Polizei das Foto aus den Social-Media-Kanälen ihrer Tochter genommen habe. Eine Erklärung hierzu war, dass die Polizei dieses Foto eventuell genommen hat, weil Rebecca hier besonders hübsch aussieht und die Anteilnahme in der Bevölkerung vielleicht größer ist, wenn das Mädchen besonders hübsch ist. Wobei man dazu sagen muss, dass Rebecca auch ohne jegliche Beautyfilter eine sehr hübsche junge Frau ist. Aber das sollte natürlich bei der Suche eines vermissten Mädchens gar keine Rolle spielen. Nur 4 Tage nach Rebeccas Verschwinden geht der Fall schon an die Mordkommission. Und 10 Tage später wird dann Florian verhaftet, Rebeccas Schwager. Die Polizei gibt an, dass Florian sich in Widersprüche verwickelt hat und sie gehen davon aus, dass Rebecca wahrscheinlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Mittlerweile wird die Familie von Reportern diverser Zeitschriften und Magazine belagert. Sie werden geradezu bedrängt. Ohne jegliche Medienerfahrung sind sie den Reportern und deren Methoden teilweise schutzlos ausgeliefert. Sie geben Interviews, mit denen sie dann Shitstorms ernten, weil sie so oder so geschaut haben, weil die Menschen sich sofort einen Schuldigen suchen, weil sie versuchen, alles zu interpretieren, was sie sehen. Besonders Jessica bekommt sehr viel Hass im Internet ab. Sie hat im Interview nicht geweint, sie hat teilweise gelächelt, als sie über Rebecca gesprochen hat. Dies nehmen die Menschen zum Anlass, sie zu haten und unterstellen ihr, ihre Schwester gar nicht zu vermissen und gar nicht traurig zu sein. Man muss bedenken, dass jeder Mensch auf eine andere Art und Weise trauert. Und nur weil jemand nicht vor Kameras oder vor fremden Menschen weinen kann oder möchte, heißt es nicht, dass er nicht im Herzen gebrochen ist. Außerdem ist Jessica hier ja quasi doppelt belastet. Es ist immerhin ihr Ehemann, mit dem sie ein gemeinsames Kleinkind hat, der hier einer schrecklichen Tat an ihrer eigenen Schwester beschuldigt wird. Dieses Maß von Trauma und Belastung muss man erstmal aushalten können. Das ist mir in den Kommentaren unter den Interviews immer wieder sehr sauer aufgestoßen. Doch zurück zum Tatverdacht der Polizei. Florian hatte sich, wie gesagt, in Widersprüche verwickelt. Zuerst gab er an, dass er direkt, nachdem er nach Hause gekommen ist, schlafen gegangen ist. Dann hat man nach den Handyauswertungen gesehen, dass dies gar nicht stimmte, sondern dass er auf, wie gesagt, diversen Seiten unterwegs war. Doch dies ist natürlich nicht der einzige Grund, warum man Florian so schnell als Tatverdächtigen festgenommen hat. Denn an diesem Morgen, als Rebecca verschwand, hat Florian nachweislich noch etwas anderes getan. Um 10.47 Uhr wird nämlich der Renault Twingo von Jessica und ihrem Mann Florian von einem Kennzeichenerfassungssystem erfasst. Der Wagen ist auf der A12 zwischen Berlin und Frankfurt in Fahrtrichtung Polen registriert worden. Und auch am Abend des nächsten Tages wurde der Wagen wieder auf der gleichen Strecke registriert. Florian hat dies selbst weder bei der Polizei angegeben, noch gibt er den Grund für seine Fahrten an.
Ganz im Gegenteil, er bleibt sogar lieber in Untersuchungshaft, als den wahren Grund für seine Fahrten zu nennen. Daraufhin wird natürlich das Auto von Jessica und Florian genauestens untersucht. Und tatsächlich findet man etwas im Kofferraum des Twingos. Denn als Rebecca verschwand, verschwand auch eine lilafarbene Plüschdecke aus dem Haus ihrer Schwester. Und eben genau Fasern dieser Decke fanden sich im Kofferraum des Autos. Wie kam diese dorthin? Der Vater von Rebecca gibt dazu in einem Interview an, dass diese garantiert vom Vortag stammen müssten. Da hat Rebecca wohl mit ihrer Nichte im Kofferraum gespielt. Dies schien er aber nicht selbst gesehen zu haben, sondern verlässt sich dabei auf eine Aussage von Florian. In diesem Interview wird der Vater auch gefragt, was er davon hält, dass sein eigener Schwiegersohn an Rebeccas Verschwinden beteiligt sein soll. Der Vater sagt, dass er einfach nicht glauben kann, dass Florian etwas mit dem Verschwinden zu tun haben könnte. Rebecca und Florian haben ein sehr enges Verhältnis zueinander und haben sich sehr gut verstanden. Auch Rebeccas Schwester Vivian meldet sich mit einem verzweifelten Appell auf Social Media zu Wort und bittet die Menschen, die Hetzjagd auf ihren Schwager zu lassen. Die Familie steht geschlossen hinter Florian. Noch kurz zu dem Verhältnis von Florian zur Familie und zu Rebecca. Florian ist vollständig in die Familie integriert, quasi wie ein Sohn für die Eltern. Auch für Rebecca ist er wie ein Bruder. Die beiden albern ständig herum. Er darf sie sogar mit Dingen ärgern, die andere nicht dürfen. Auf Nachfrage bei Rebeccas Freunden, ob sie vielleicht in Florian verliebt gewesen sei oder er in sie, oder ob es vielleicht ein näheres Verhältnis als nur ein geschwisterliches gab, sagen die Freunde, dass Rebecca nie etwas in diese Richtung angedeutet hat. Und sie wären sich sicher, dass Rebecca etwas gesagt hätte, wenn das Verhältnis darüber hinausgegangen wäre. Es folgt eine Hausdurchsuchung bei Jessica und Florian. Wenige Tage später wird Florian dann wieder freigelassen. Die Beweise reichen nicht aus. Gegen die Freilassung wird dann Beschwerde eingelegt und er wird kurze Zeit später wieder in Untersuchungshaft genommen. Zwischenzeitlich wird natürlich weiter nach Rebecca gesucht. Die Polizei setzt Spürhunde ein. Sie durchforsten Wälder in der Umgebung. Die Nachrichten sind voll mit Bildern von Rebecca. Tausende Menschen suchen das junge Mädchen. Die Suche nach Rebecca entwickelt sich zu einer der größten Suchen nach einer vermissten Person in der deutschen Geschichte. Selbst im Ausland wird man auf diesen Fall aufmerksam. Doch auch bis heute kann Rebecca nicht gefunden werden, nicht mal eine Spur. Die Polizei wendet sich mit diesem Fall an die Fernsehsendung Aktenzeichen XY. Sie zeigen dort ein Foto von Florian und von dem Auto und erzählen davon, dass Florian auf dieser Strecke unterwegs war. Freunde und Familie beschweren sich später darüber, welches Foto dabei benutzt wurde. Man sieht Florian hier ungepflegt und unrasiert. Selbst Arbeitskollegen haben ihn auf diesem Foto gar nicht erkannt. Sie gehen davon aus, dass auf den Bildern, auf denen Florian eben sehr ungünstig aussieht, das Bild des Täters gestärkt werden sollte. Die Polizei sagt bei Aktenzeichen XY, dass sie davon ausgehen, dass Florian mit dem Verschwinden von Rebecca zu tun hat. Sie finden keine Hinweise darauf, dass Rebecca jemals lebend das Haus verlassen hat. Doch Florian schweigt weiter zu den Vorwürfen. Die Ermittler bitten Rebeccas Vater, mit Florian zu sprechen. Rebeccas Vater fragt ihn dann also ganz offen: Wo ist Rebecca? Wo hast du sie begraben? Wo ist die Leiche? Doch Florian schüttelt nur mit dem Kopf. Der Vater ist überzeugt, er war es nicht. In einem Fernsehinterview deutet der Vater dann an, dass er wisse, was Florian an dem Tag mit dem Auto gemacht hat. Er bittet Florian über das Fernsehinterview, doch endlich mit der Sprache rauszurücken. Er kann es nicht sagen, deswegen solle er es sagen und dann würde sich doch alles aufklären. Später wird klar, was er damit gemeint hat. Denn kurz zuvor hatte Rebeccas Vater noch ein Gespräch mit einem Reporter gehabt. Dieser Reporter sagte dem Vater dann, dass er es komisch fände, dass Florian in Richtung Polen unterwegs war. Er würde ja bei solchen Fahrten immer sofort an Drogengeschäfte denken. Der Vater erwiderte darauf nichts, außer: Okay, ist Ihre Meinung. Später habe der Journalist dem Vater dann noch eine E-Mail geschrieben, in der schrieb er, dass die Familie der Polizei nichts verheimlichen solle, sie würden doch eh alles rausbekommen. Und wenn er sich jetzt nicht bei dem Journalisten melden würde, dann würde dieser eben an die Öffentlichkeit gehen mit dieser Drogengeschichte. Nach eigenen Aussagen hat Rebeccas Vater diese E-Mail aber übersehen und somit ist der Reporter dann auch tatsächlich an die Öffentlichkeit gegangen. Und so ist dann eben die Theorie entstanden, dass Florian eventuell in Drogengeschäfte verwickelt sein könnte und deswegen in Polen war. Aber ob er tatsächlich in Polen war, dafür gibt es gar keine Beweise. Und die Polizei hält das auch für ziemlich unwahrscheinlich.
Die Ermittler halten weiterhin an ihrem Verdacht fest, dass die Fahrten nichts mit Drogengeschäften zu tun haben, sondern eher mit dem Verschwinden von Rebecca. Florian wird ein zweites Mal aus der Untersuchungshaft entlassen. Es gibt einfach keine Beweise, die ihn als Täter überführen. Bis heute gilt Florian aber immer noch als Tatverdächtiger in dem Fall. Und Familie Reusch steht nach wie vor hinter Florian. Doch wenn Florian es nicht war, was ist dann mit Rebecca passiert? Die Polizei geht auf jeden Fall von einer Straftat aus. Sie sind sich sehr sicher, dass Rebecca nicht lebend das Haus verlassen hat. Es gibt kein Zeichen von ihr, sie hatte kein Geld bei sich. Natürlich möchte Rebeccas Familie die Hoffnung nicht aufgeben, dass ihr Nesthäkchen eines Tages nach Hause kommt. Sie glauben deswegen, dass Rebecca irgendwo festgehalten wird. Es gibt diverse Zeugenaussagen, die bei der Polizei gemacht wurden, die sowohl die eine als auch die andere Theorie stärken. Es gibt da zum Beispiel drei Reiterinnen, die angeben, am Morgen des 18. Februar, nur wenige Stunden nach Rebeccas Verschwinden, einen himbeerroten Twingo in einem Waldstück unweit der A12 gesehen zu haben. Genauso einen himbeerroten Twingo, wie ihn Jessica und Florian besitzen. Und eben genau auf dieser Strecke, auf der Florian an diesem Tag unterwegs war. Sie geben an, dass dann ein Mann mit einer roten Cap aufgetaucht ist. Als er die Reiterin entdeckt hat, sei er plötzlich umgekehrt und in den Wald gelaufen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Reiterin Florian gesehen haben, als er die Leiche von Rebecca in diesem Waldstück abgelegt hat. Sie starten eine groß angelegte Suche in diesem Waldgebiet. Allerdings ist dieses Gebiet riesig und die Böden sehr schwierig. Außerdem wird das Gebiet auch von einigen Seen unterbrochen. Trotz des Einsatzes von Hunden, Helikoptern und Tauchern findet man keine Spur von Rebecca. Hinzu kommt außerdem, dass Florian in genau diesem Gebiet Bekannte hat. Es ist also gar nicht so unwahrscheinlich, dass er vielleicht tatsächlich in diesem Gebiet unterwegs war. Im Mai 2019, also einige Wochen nachdem Rebecca verschwunden war, meldete sich eine Frau bei der Polizei. Sie habe ca. 600 Kilometer entfernt von Rebeccas Wohnort in der Nähe von Aachen in einem Waldgebiet eine Fließdecke gefunden, genauso eine lila Fließdecke, wie sie Rebecca dabei hatte. Diese Frau erzählte auch ihrem Vater von ihrer Entdeckung. Dieser Vater war zufälligerweise ehemaliger Kriminalinspektor. Er sagt seiner Tochter, dass er diese Fließdecke auch schon Ende März in diesem Waldgebiet gesehen habe. Anfangs lag neben dieser Decke auch noch eine Tüte mit einem Pullover. Der Vater riet ihr dann, dem Berliner Landeskriminalamt Bescheid zu sagen, denn man wisse ja nie. Die Frau sagt, dass die Polizei nicht gerade begeistert war, als sie diesen Hinweis bekommen haben. Ein halbes Jahr später lag die Decke dann immer noch an diesem Waldgebiet. Die Frau fragte nochmal bei der Polizei nach und diese sagte dann, dass dieser Hinweis nicht weiter untersucht wird, da er wahrscheinlich irrelevant ist. Die Frau fragt auch bei Rebeccas Familie nach, ob sie ihr diese Decke schicken soll, doch die Familie lehnt ab. Dann gibt es noch die Zeugenaussage einer Nachbarin von Jessica, die Rebecca am Tag ihres Verschwindens gesehen haben will. Sie sagt, dass das Mädchen mit einer rosa Plüschjacke bekleidet und einer lila Wolldecke an ihr vorbeimarschiert sei. Dabei habe sie einen grimmigen Eindruck gemacht und eine Begrüßung nicht erwidert. Sie gibt an, sich noch gefragt zu haben, wieso Rebecca eine Decke dabei habe, denn ihren Aussagen nach habe es zuvor geregnet und der Boden sei nass gewesen, also komplett unpassend und kalt für ein Picknick. Die Wetteraufzeichnungen widersprechen dem aber. Aber es war an den Tagen um Rebeccas Verschwinden vollkommen trocken in Berlin. Aufgrund dieser Widersprüche wird die Zeugin als nicht sehr glaubwürdig eingeschätzt. Eine andere Zeugin, die auf dieselbe Schule wie Rebecca geht, aber sie nur vom Sehen kennt, gibt an, dass sie Rebecca am selben Tag um 18 Uhr an einer Bushaltestelle gesehen haben will. Und zwar an der Bushaltestelle in der Nähe des Hauses ihrer Schwester. Sie selbst habe dort gestanden und auf den Bus gewartet und Rebecca soll ebenfalls dort gestanden haben und telefoniert haben und sie sei aber nicht in den Bus eingestiegen. Um 18 Uhr desselben Tages wurde allerdings schon großflächig nach Rebecca gesucht und besonders in der Nähe des Hauses ihrer Schwester. Wenn dort also ein junges Mädchen mit einer rosa Plüschjacke steht, wäre das doch sicherlich mehreren Menschen aufgefallen als nur dieser einen Schülerin. Außerdem sagt die Zeugin aus, dass Rebecca telefoniert haben soll. Das letzte Signal ihres Handys kam aber aus dem Haus ihrer Schwester. Das heißt, Rebecca hätte ihr eigenes Handy auf Flugmodus schalten müssen und dann mit einem anderen Handy dort telefoniert haben müssen. Dieses Szenario würde allerdings implizieren, dass Rebecca irgendetwas zu verheimlichen hatte und dass sie vielleicht freiwillig weggegangen ist. Rebeccas Familie und Freunde gehen aber nicht davon aus, dass Rebecca es ihnen verheimlicht hätte, wenn sie sich mit jemandem hätte treffen wollen.
Ganz im Gegenteil, sie hätte es gar nicht verheimlichen müssen. Sie durfte einen Freund haben, hatte sie auch schon und das hat sie auch ihrer Familie erzählt. Also da hätte es gar kein Problem gegeben. Und dann gibt es noch diverse andere Zeugenaussagen. Von Einkaufszentren in Krakau über Ferienanlagen in Teneriffa ist eigentlich alles dabei. Falls euch die Interviews mit diesen Zeugen interessieren, verlinke ich euch jegliche Podcasts und Dokus, die ich zur Recherche für dieses Video genutzt habe, jetzt unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch alles nochmal anschauen, wenn ihr gerne mehr darüber wissen möchtet. Natürlich wurde die Familie auch häufig gefragt, welches Szenario sie für am wahrscheinlichsten hält, da sie immer noch fest davon ausgehen, dass Florian auf jeden Fall nichts mit dem Verschwinden von Rebecca zu tun habe. Rebecca ist großer Fan der koreanischen Boygroup BTS, die eine große internationale Fangemeinde haben. Eine Vermutung der Familie ist, dass sich vielleicht jemand über dieses Thema Zugang zu Rebecca verschafft haben könnte und sie dann eventuell entführt hat. BTS hat zum überwiegenden Großteil jugendliche weibliche Fans, die sich auch ab und zu treffen und dann zusammen Flashmobs veranstalten und sich austauschen. Rebecca hat bisher allerdings noch nie an so einem Treffen teilgenommen und kennt die Gruppen nur aus dem Internet. In dieser BTS-Community soll es wohl auch so sein, dass die Fans ein Foto mit lila im Hintergrund machen, wenn ein Bandmitglied Geburtstag hat, weil lila die Bandfarbe ist. Und da Rebecca eine lila Decke aus dem Haus ihrer Schwester bei sich hat und eine lilafarbene Polaroid-Kamera und einen Merch-Pullover von BTS getragen hat, kann die Familie sich vorstellen, dass sie vielleicht ein Fotoshooting geplant haben könnte. Und die Vermutung ist eben, dass sich irgendein Mann online als Jugendliche ausgegeben haben könnte, um an minderjährige Mädchen ranzukommen. Doch auch hierfür gibt es keine Beweise. Es gibt weder Chatverläufe, noch hat Rebecca von einem Treffen erzählt. Und es gäbe wie gesagt auch keinen Grund für Rebecca, ein Treffen mit einem anderen BTS-Fan zu verheimlichen. Denn sie wäre ja in diesem Fall davon ausgegangen, dass sie sich mit einer Jugendlichen trifft. Die Ermittler gehen also davon aus, dass auch dieses Szenario eher unwahrscheinlich ist. Ja, das waren jetzt mal so grob die ganzen Fakten zu diesem Fall. Es gibt natürlich noch viel mehr, was man wissen kann und viel mehr Einzelheiten und Kleinigkeiten. Wie gesagt, alle Dokus und alle Podcasts habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt, falls euch der Fall interessiert und ihr mehr darüber wissen möchtet. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was ihr von diesem Fall haltet. Habt ihr euch schon mal mit dem Fall beschäftigt und was meint ihr, was mit Rebecca passiert ist? Schwierig ist natürlich, dass bis heute keine Spur von ihr vorhanden ist und Florian auch immer noch nicht nachgewiesen werden konnte, dass er wirklich irgendwas mit dem Verschwinden zu tun hat. Es bleibt also weiterhin alles nur Spekulation. Schreibt mir doch gern mal in die Kommentare, was ihr zu diesem Fall denkt. Oder falls ihr euch auch schon mit dem Fall beschäftigt habt, vielleicht irgendwas Ergänzendes, was ihr noch wichtig findet. Und das ist natürlich auch wichtig, dass wir trotzdem respektvoll auch Florian gegenüber bleiben. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass Florian und Rebeccas Schwester zusammen zwei kleine Kinder haben, die sicherlich auch unter diesen ganzen Umständen sehr leiden. Und ich glaube, es ist ziemlich verständlich, dass die Familie den Gedanken nicht zulassen kann, dass Florian vielleicht etwas mit dem Verschwinden zu tun hat. Denn ich glaube, der Gedanke oder die Realisation, dass dies vielleicht sein könnte, ist so schmerzhaft, dass sie das gar nicht zulassen können. Und deswegen möchte ich auch nicht die Familie dafür verurteilen, dass sie Florian so in Schutz nehmen. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder vielleicht Themenwünsche, könnt ihr mir das natürlich auch jederzeit in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!